Recht herzlich willkommen zur 284. Folge von City Skylines. Ja, wir waren hier dran, ne, und haben dann hier was gebaut, was uns dann doch starke Verkehrsprobleme hier wieder gemacht hat, die wir dann jetzt beheben wollen. Mein Gedanke war letztens bei Kontrolle des Videos, dass wir das vielleicht hier raus machen. Das bedeutet, wir bauen da mal eine Abfahrt vorweg und gucken, dass wir hier irgendwo rauskommen. Ich glaube, hier würde es vielleicht gehen. Ja, da war es. So. Und ach so, da müssten wir mal das hier anmachen, ne, damit das vernünftig läuft. Wie kommen wir denn da raus? Eigentlich so und dann hier knapp nebenher, ne? Ne, ich will jetzt ein bisschen, ja, so, so war gut. So. So. So und dann ja. Jetzt den Schwung nach rechts hätte ich. Ah, da war er doch. Aber blöderweise nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber dann muss es so sein und fertig. So, das heißt, die von hier oben, nee, die von da unten können jetzt dahin fahren. So, und der nächste Punkt ist jetzt die von hier. Dreh mal so rum. Von hier oben. Die fahren ja schon fleißig hier hin, ne? Genau. Die von hier oben sollen jetzt noch da runter können. Bild ab. Ja, und wird dann nicht gehen, aber das kriegen wir gleich hin, wenn wir das da abgerissen haben, weil das wollen wir ja sowieso nicht haben, ne? Bagger raus. Und die weg. Und Bagger nicht mehr raus, die hin und die. Warte mal, wir machen mal so, so und so. Und dann sollte das funktionieren, ne? Gerade Ausspur geht wieder. Ja, sieht ganz nett aus so. Die fahren wieder. Die können ja auch alle runterfahren. Staut sich jetzt natürlich noch hier. Jetzt müssen wir dann die Kreuzung hier noch bearbeiten, ne? So, diese hier müssen wir bearbeiten. Dafür nehmen wir das Tool hier und machen da erstmal eine andere Regelung hin. So, oder? Wäre schön, wenn die hier auch fahren, ne? Trecker auf der Autobahn, voll cool. Ach, wir haben hier wieder so eine Bushaltestelle, die genau dahinter ist. Oh. Gut, dann gucken wir schnell nach der Bushaltestelle, dass wir die vielleicht noch versetzen. Die sitzt da an der falschen Stelle. Ach, der kommt auch noch von der Bahn, alles klar. Kann die, nee, die kann nicht hierhin versetzt werden dann. Aber der fährt sowieso nach da. Also können wir sie auch da hinten hinsetzen. Und ja, die laufen jetzt alle nach da hinten, weil da hinten der Bus jetzt anhält. Alles ist gut. Passt. So, fahren die jetzt auch alle hier schnell rum? Sieht so aus, oder? Jetzt können wir mal hier das anmachen, dann sehen wir, wie sich das hier so entwickelt hat. Also noch geht's hier mit der Abfahrt. Die stehen noch nicht ganz auf der Autobahn, aber fast, ne? Es wird aber hier nicht gefahren, das ist das Problem. Warum? Das gefällt mir ja wieder nicht. Das heißt, wir müssen da eine Ampel hinsetzen, die die größte Zeit da grün macht. Anders funktioniert das hier wieder nicht. Zeitgesteuerte Ampel da. Auswahl der Kreuzung da. Auswahl löschen. Zeitgesteuerte Ampel einrichten. 90% der Fahrzeuge fahren sowieso rechts rum, würde ich sagen. Das bedeutet, Schritt hinzufügen, ja. Dieses machen wir rot, dieses machen wir grün und
Dann machen wir so eine Ampel. Naja, das macht keinen Sinn, weil diese Ausfahrt nicht zweispurig ist. Also kann es auch so bleiben, ne? So. Machen wir rot, rot. Alle Fußgänger haben erstmal rot. So, nächster Schritt. Hinzufügen. So, ändern. Zeit hier. 10, 10, speichern. Schritt hinzufügen. Die wird rot, die wird grün. Die Fußgänger werden alle grün. Haben 2 Sekunden Zeit, darüber zu laufen. Hinzufügen. Nächster Schritt. Die kriegt grün, die kriegt grün, die kriegt grün, die kriegt grün. Und zwar 5 Sekunden hinzufügen. Starten. Angucken. So, jetzt fahren die auf jeden Fall da raus. Alle fahren auch rechts, so wie man sieht. Fußgänger haben kurz grün. Die haben immer noch grün, ne? Das ist schlecht. Stopp. Ich glaube, der Schritt ist das, oder? Nee. Der Schritt ist der für die Ampeln. Der Schritt ist das. Da muss hier noch rot werden. Speichern. Starten. Läuft ja, ne? Ich sehe schon, wir haben jetzt hier noch die Ampel, muss damit angeschlossen werden. Funktioniert ja gar nicht anders. Obwohl da keine Ampel ja ist. Jetzt ist da wieder keiner gefahren, aber wir müssen eine Ampel hinzufügen, anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Stopp. Kreuzung zur Ampel hinzufügen. Die macht anders keinen Sinn. Ja. Schritt 1 ändern wir jetzt. Die kriegen auch noch grün. Diese Ampel ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ich wollte eigentlich gerade nur die Karte gedreht haben, aber das ging nicht über das Tool. Nochmal das Ganze. Die ist so schlecht zu sehen, ey. So, Schritt 1. Die Ampel muss grün sein. Oh, die Häuser sind mir doof im Weg. Wenn die grün ist, muss die rot sein, die auch. Dann ist die rot. Die sollte grün sein, damit die weiterfahren können. Also die kommen raus und fahren da raus. Zeig mal gerade, diese Straße ist nur einspurig, ne? Ja, leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Das heißt, das speichern wir erstmal. Schritt 2. Machen die Fußgängerampeln. Alle grün. Alle grün. Alle grün. Ja.
Speichern wir. Und dann Schritt 3 ändern wir. Alle Ampeln haben grün, die gerade durchgehen. Das bedeutet auch, die muss grün sein. Und die auch, oder? Da ist noch eine, die müsste dann ja auch grün sein, oder? Und speichern. Und wir brauchen noch einen Schritt hinzufügen, weil wir müssen hier nochmal grün haben. Na. Ich hätte gerne diese Ampel grün, die da irgendwo noch schwirrt, die ich nicht erreiche. So, jetzt haben die grün, die hat rot. Ne, warte mal, dann muss die auch rot sein und die muss auch rot sein, weil die ja grün ist. Dann kann die grün sein. Die kann grün sein. Wenn die da rechts abbiegen, müsste diese aber auch grün sein. Weil die biegen rechts ab und können dann fahren, dann kann die grün sein. Da darf man sowieso nicht links abbiegen, also können wir da auch die Straßenbahn grün machen. So, gut, lass das so. Wieso ist denn das jetzt hier? Ah, das war jetzt Kreuzungsampel, Kreuzung von der Ampel entfernen, Ampel entfernen. Ich habe da einen Schritt, ach so, da hinzufügen, alles klar. So, jetzt haben wir den Schritt. Erster Schritt, aber wir können das auch mal anders machen. Speichern und Ampel starten und gucken, wie viele Unfälle passieren. So, die fahren. Das ist doof hier mit den Häusern. Die müsste man jetzt mal gerade minimieren können, ne? Jetzt ist das alles durch gerade grün gewesen. Jetzt fahren die. Was Sinn macht. Da macht jetzt. Okay, warum halten die? Achso, jetzt ist schon die nächste Phase wieder. So, alle Geradeausfahrer dürfen geradeaus fahren. Warte mal, in Schritt 1 fahren die, aber die fahren irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, warum die nicht fahren. Wir müssen das nochmal stoppen, wir müssen das nochmal anpacken. Erster Schritt ist diese Ampel dort. Ach so, ich sehe schon. Die muss auch grün sein, ne, oder? Dann können die fahren, ja. Das ist die Straßenbahnampel, das ist die Ampel. Das ist die Ampel. Der erste Schritt ist, die fahren raus. Die beiden fahren auf jeden Fall weiter. Und das hier ist die Straßenbahn, aber die muss da weg sein, sonst hat das ja keinen Sinn. Diese Straße hätte hier auf diese Kreuzung kommen müssen, dann hätten wir da weniger das Problem gehabt, ne? Läuft wieder, ne? Kommt hier überhaupt PKWs raus, oder? Ne, da kommen gar keine PKWs raus, oder? Sehe ich das falsch? Ist das nur eine Straßenbahn?
Strecke. Das ist nur Straßenbahn, ne? Und die haben jetzt ein Problem, da wegzukommen, oder wie sehe ich das? Okay. Okay. Da dürfen wir keine PKWs durchfahren. Alles klar. Dann anzeigen. Die haben grün, die haben rot, das passt. Die ist rot. Hier kann keiner reinfahren, also kann die auch grün haben, weil da darf ja gar keiner langfahren, rausfahren. Genau, die fahren raus, können hier weiterfahren. Die Straßenbahn, die da wäre, muss unbedingt auch weiterfahren. Oder muss nicht, die kann so oder so weiterfahren. Passt, speichern wir. Zweiten Schritt anzeigen. Alle Fußgängerampeln sind grün, passt. Dritter Schritt. Der Durchgangsverkehr ist grün, passt. Das heißt, hier kann auch grün sein. Ne, da müssen wir das erst auf ändern gehen. Weil die dürfen ja sowieso nicht gerade fahren. Rot. Haben die Fußgängerampeln, alle anderen haben grün, passt. Speichern wir. Nächster Schritt ist dieser hier. Die Straßenbahn fährt hier. Das ist richtig. Diese Straßenbahn ist auch grün. Die fährt aber da nicht weiter. Die kann grün haben. So, wir müssen auf ändern gehen, ne? Sonst wird das nichts. Die kann grün haben, die Straßenbahn. Weil die können ja sowieso fahren. Die kommen von da raus. Ist das jetzt das Richtige, was ich gerade mache? Die können sowieso grün haben. Jetzt habe ich gerade wieder aus Versehen irgendwo drauf gedrückt. So, die fahren dann raus. Wer fährt denn in dieser Phase? Das ist die Straßenbahn, die in dieser Phase fährt. Warte doch, die können ja grün haben, weil da egal. Und da passt das dann schon. Speichern wir das. Und starten das. Und gucken uns das an. So, der fährt. Hier ist die dritte Kreuzung, ne? Oh Mann, ey. Da hatten gerade die Fußgänger grün, genau. Jetzt fährt der Durchgangsverkehr. Jetzt fahren die Straßenbahnen. Jetzt ist hier der dran, ne? Die fahren hier so zögerlich. Gut. Zeitgesteuerte Ampel, da nochmal, genau. Und wir müssen jetzt 10er... Stoppen wir, genau. Kreuzung zur Ampel hinzufügen, das ist ändern,
Da ist grün. Da ist grün. Hier dürfen überhaupt gar keine Fußgänger sein. Wegen Autobahn und so, ne? Speichern. Starte mal. So, der hat jetzt rot hier, das heißt, die fahren jetzt gleich. Die kriegen es nicht hin, da zu fahren, oder wie sehe ich das? Wieso hält er noch an da? Das ist nicht gut, was da geht, ey. Einmal die Ampel an. Fügen wir noch einen Schritt hinzu. Da muss die grün sein, die rot sein. Die muss grün sein. Da rot. Die kann dann grün sein, aber da soll sowieso... Ah, jetzt habe ich sie wieder aus, ne? Shit. Schritt hinzufügen. Der soll grün sein, der soll rot sein. Das muss rot sein. Die ist dann grün, die ist dann grün. Hinzufügen. Passt. So, jetzt müssen wir den Schritt noch ändern. Muss ich hier mal speichere das mal. Starte das mal. So, die fahren jetzt hier unten. Ich weiß nicht, warum die da immer noch anhalten. Ist mir schleierhaft. Es ist grün und die halten trotzdem an. Ist ziemlich spooky. Ja, was ist jetzt? Nächste Phase ist die letzte. Jetzt dürfen die da rechts fahren. Da ist es genauso, dass die da anhalten. Auch wieder spooky. Das ist, weil die nicht fahren, ne? Weil die hier einfach ständig stehen bleiben, da. Was ist mit dieser Geschichte hier los? Ja, das ist vielleicht noch die beste Ansicht, fällt mir gerade so ein, von oben, ne? Ah, hier ist ja zweispurig, ne? Aber dann, warte mal, können ja sowieso nur geradeaus fahren, weil das ist ja nur eine Bahn, das ist... Also dieses hier ist sowieso nicht so das Entscheidende. Hier wäre es sinnig, ein Stück andere Straße einzubauen. Das wäre diese Straße, die wir dort austauschen müssen. Ja, zack, egal. Mach das Haus weg, interessiert uns gerade nicht. So. Dann wieder unsere Kreuzung. Können wir bearbeiten dann, ne? Mit dem Tool als erstes hier.
Die dürfen da lang. Und da lang. Nee, die dürfen nicht da lang. Die dürfen da lang. Und da lang. Passt. Das soll uns hier so erstmal egal sein. Die anderen, das passt schon. Es geht nur um diese, ne? Gut, das ist hier schon mal geklärt dann. Dann kommt die Ampelsteuerung. Die drei Ampeln hängen ja zusammen, ne? Das bedeutet, wir müssen da mal was ändern. Stopp die. Rechtsabbiegerpfeil. Macht das Sinn? Da wir das gesagt haben, dass die in beide Richtungen fahren dürfen. Macht das Sinn? Die haben nur Abbieger. Die können dann da so fahren, wie sie wollen eigentlich. Ja, das ist egal dann eigentlich. Speichern, fertig. Die Grünphase ist jetzt das. Die Ampel. Ach so, wir sind gerade bei Anzeigen wahrscheinlich nur. Die kann sowieso dann fahren, damit die auf jeden Fall da weg ist. Speicher. Hier unten kommt ja kaum einer raus, also ist das schon mal alles okay. Warte mal, wenn diese Phase da ist, dann kann die aber auch fahren. Spielt ja keine Rolle, ich kann ja ruhig rechts abbiegen. Wenn die fährt, ist allerdings dieses Rot. Passt. Da ist sowieso rot. Hier ist rot, passt. Speicher das. Dann das. Alle Fußgängerampeln sind grün, das ist okay. Dritter Schritt, der Hauptverkehr fährt durch. Passt. Hier ist gefährlich wegen Rechtsabbiegen, aber das ist halt so. So, das ist der Schritt, dann der Schritt. Straßenbahn fährt, ne? Hier könnte dann noch das Rot sein. Warte, der Schritt ändern wir dann. Da Rot und da Grün. Ja. Speicher das. Und den Schritt anzeigen bedeutet, die können links rechts fahren und haben auch hier Durchfahrt. Während ich jetzt wieder schon sehe, dass die dann das da wahrscheinlich nicht machen. Probieren. Oh, jetzt blockiert uns die Straßenbahn alles, ne? Wieso blockiert ihr das? Ja, müssen wir mal gucken, weiß ich auch noch nicht. Ja, das müsst, da kannst du nur dieses, ja, zeitgesteuerte Ampelkreuzung auswählen. Die hängen alle miteinander zusammen, das heißt, dann kannst du noch die hinzufügen. Ja, bin wir schon. Nein, das wollen wir dann nicht machen. Vergess es. So, nochmal das. Das ist klar. Zeitgesteuerte. Die stoppen wir, genau.
Kreuzung zur Ampel hinzufügen, und zwar die. So. Wenn dieser Schritt da grün hat, dann gefälligst die auch grün. Ändern. Die können grün haben, genau. Speicher das. So, wenn die grün haben, zweiter Schritt, haben die hier unten die Fußgänger alle grün. Dann haben die da auch alle grün. Dann brauchen die kein Grün, weil die hatten eben schon grün, die Fußgänger. Dann haben die grün. Speichern. Nächster Schritt ist hier Hauptverkehrsachse durch. Das bedeutet, ändern, die haben grün, die kriegen grün und die kriegen grün. Speichern. Nächster Schritt ist, die hier unten haben nur die Straßenbahn grün. Das bedeutet, hier macht Sinn, dass die Straßenbahn dann auch grün hat. Das passt dann da wieder. Speichern. Und dann der letzte Schritt. Da hat hier unten nochmal die grün. Straßenbahn käme nur von hier. Würde ich jetzt ändern, weil wir haben immer das Straßenbahnproblem, ne? Zurzeit. Und die rot. Und speichern. Und starte das Ganze mal und gucken, was passiert. Die Straßenbahn kommen da nicht weg. Ist hier eine Haltestelle irgendwo oder was? Blockiert hier wieder die Straßenbahn, ne? Wie sieht's denn hier so aus? Stehen bis auf der Autobahn, super. Hat so gut wie nichts gebracht hier, ne? Wir haben hier ein großes Chaos, noch und die Zeit läuft. Also, ich denke mal, wir machen hier wieder einen Cut. Die Kreuzung müssen wir nächstes Mal noch wieder bearbeiten und wieder bearbeiten und wahrscheinlich nur drei Straßen abreißen und dann weiterschauen. Irgendwie kriegen wir das aber auf Dauer auch noch in den Griff, denke ich mal. Da müssen wir mal gucken. Alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, schreibt rein, was ihr für eine Idee habt, wie wir hier das Problem lösen können. Weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, aber ihr helft mir da bestimmt. Und ja, dann teilt das ganze Video noch, damit andere Leute auch sehen, wie schlecht man hier Verkehr steuern kann. Alles klar, bis dann. Tschüss.